Ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind in Rom. Ich bin begeistert über die Stimmung hier. Also erstmal haben wir 25 Grad, das ist ein Traum. Wir haben hier jetzt schon eine super Beteiligung. Wir rechnen hier mit 100.000 Menschen, 100.000. Und das Beste ist, ich sehe hier kaum Polizei. Die Demonstrationsteilnehmer können so auf den Platz kommen, es wird niemand kontrolliert, es ist unglaublich friedlich, es gibt auch nicht mal eine Gegendemo. Also von solchen Verhältnissen können wir in Deutschland leider nur träumen. Ja, bei mir ist mein Freund Marco Campompinosi. Er ist der Leiter der Delegation der Lega im Europäischen Parlament und kann Gott sei Dank ein paar Worte Deutsch. Darüber bin ich ganz glücklich. Er spricht fast perfekt Deutsch, fast perfekt. Nix. Ciao. Marco, kannst du uns kurz sagen, warum seid ihr heute hier? Ja, wir sind hier, weil wir wollen Neuwahlen. Wir wollen protestieren gegen diese Regierung. Es ist eine Regierung für mehr Immigration, mehr Steuern. Wir sind gegen das. Es gibt eine Mehrheit in Italien für die Center-Recht, für Lega. Lega ist am erste Position in die Opinion Polls. Ja. Und wir sind hier für diese Reison. Ja. Und das ist ein Effekt, den wir fast in ganz Europa haben. Die konservativen Bewegungen, die patriotischen Bewegungen werden in jedem Land Europas stärker und stärker und stärker. Und wir erleben überall, dass wir aber nicht mitregieren dürfen. Und das gibt den Menschen ein Gefühl der Verzweiflung, der Ohnmachtlosigkeit. Ihr seid die stärkste Partei, ihr habt was Unglaubliches geleistet, ihr seid bei der Europawahl die stärkste Partei in Italien geworden und ihr dürft nicht mitreagieren. Das ist ein Skandal. Und das hat auch nichts zu tun mit Demokratie. Ja, ja, es ist korrekt. Aber nächste Woche, wir haben Wahlen in Umbrien. Es ist eine Region, wo die Linke hat die Regierung aus 50 Jahren. Aber nächste Woche Lega und Forza Italia und Fratelli d'Italia werden gewinnen. Und ich denke, es ist ein Schock für die Regierung in Rom. Wir haben in 8 Regionen in den letzten Jahren gewonnen. Und in den nächsten Monaten wir haben andere Regionen, wo Lega gewinnen. Und so. Und auch diesen Effekt erleben wir überall. Ehemals linke Wähler laufen massiv zu uns über, weil diese linken Parteien in keinster Weise mehr die Interessen ihrer Wähler vertreten. In keinster Weise. Ich selber war 26 Jahre Sozialist. 26 Jahre Sozialist. Ich bin Bergarbeiter, Coalminer. Ja. Also, und wir waren links, wir waren immer links. Aber die linken Parteien vertreten nicht mehr die Interessen des Volkes. Sie haben das Volk im Stich gelassen. Sie haben die Arbeiter verraten und verkauft. Und deswegen erhebt sich jetzt das Volk. Also ich bin unglaublich glücklich, hier zu sein. Ihr seht, es werden hier mehr und mehr Menschen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Wir haben jetzt 13.30 Uhr. Und es ist jetzt schon wahnsinnig voll. Ja, ja. In Italien auch, die Linke spricht nur für Immigration, für die Migranten und nichts mehr für die Arbeiterrechte. Es ist ein großes Problem. The Working Class ist für Lega. Lega ist der erste Partei in die Firmas für die Arbeiter. Es ist sehr, sehr wichtig für uns, die sozialen Aspekte. Ja. Und in den Städten, in den Areas, wo die Workers leben, wir haben mehr Wählen für Lega. Ja. Und Arbeiter waren nie links. Arbeiter wollten nie vaterlandslose Gesellen sein. So haben wir gesagt. Sie sind immer national. Sie sind stolz und sie sind fleißig und sie verdienen das Geld. Und sie werden gnadenlos ausgebeutet von diesem Staat. Und damit muss endlich Schluss sein. Und eins hat Salvini vollkommen richtig gesagt. Ja. Ihr habt 8 Millionen arme Menschen in Italien. Lasst uns erst um die kümmern. Wenn die genug haben, wenn die zufrieden sind, dann können wir uns um den Rest der Welt kümmern. Erst die eigenen Leute. Und diese Botschaft müssen wir in ganz Europa versenden. Ja, ja, absolut. Und das Problem mit Immigranten ist, wo die Arbeiter leben.
Und so, wo sie die, in die Quartiers, wo es gibt die Migration, es ist eine Konkurrenz. Mhm. In, sorry, I don't have words. Konkurrenz in zwischen den Arbeitsplätzen. Ja, ja, so, ja, Konkurrenz. Ja, ja. Wir schaffen uns Sklaven, Mindestlohnarbeiter. Der Lohn wird immer mehr gedrückt. Ja, ja. Und die Linke kann nicht verstehen das. Ja, sie sagen nur, nein, nein, es ist nicht ein Problem. Wir wünschen mehr Immigranten zu haben, aber sie haben nichts verstanden, die soziale Konsequenzen, genau, wir haben in unserer Stadt. Okay, vielen, vielen Dank für das Interview. Eine schöne Demo. Danke, dass wir uns kennengelernt haben. Prima. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, sehr schön. Das war super. Das war ganz gut.